Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den historischen Rom und mit einer komischen Verzweiflungstat. Ja. Ich werde auf jeden Fall versuchen. Also, was heißt hier versuchen? Also, ich werde es definitiv so machen, dass ich mit der Garnisonsarmee ihn aufhalten werde hier. Und dann werde ich warten, bis er kommt. So. Ich werde dann hier eine Station machen. Ich mache hier eine Station. Ich lasse die hier offen für meine Kavallerie. Dann mache ich hier eine Station weiter. Hier eine. Upsi. Dann. Mache ich hier eine große Station. Ja, schrei doch nicht so. So. Gut, hier nochmal so eine. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Und hier dann noch ein. Gut. Und natürlich Schildkrötenformation. Weil der hat sehr viele Fernkämpfer. Ah, stimmt, ich kann ja mit denen schwabbelige Tiere schießen. Ich habe keine Ahnung, wohin ich schießen soll. Ich schmeiß. Das ist so widerlich. Giftgeschoss. Ja, komm, machen wir mal. Ja. Ah, die habe ich vergessen. Viel Spaß hier oben, ne? Das muss auch ja lustig sein, ne? Man stürmt so eine Mauer und da ist halt einfach niemand drauf.
Das bringt mich auf eine kleine Idee. Warte, ich muss. Vielleicht treffe ich. Ah, knapp daneben. Bisschen hoch, bisschen hoch. So. Ah, das war knapp. Naja. Die Männer wanken. Schieß mal einen da rein. Mal schauen, ob du triffst. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Hä, Bruder? Achso, hier. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Volltreffer. Sehr schön. Das habe ich auch getroffen. Ja. Wir haben einen Turm eingenommen. Wieder über Bande. Bam. Was macht ihr bitte? Kann sie fliehen? Oh nein. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Ihr müsst nicht schieben, ihr müsst einfach nur schießen. Oh ja.
ihre Pflicht zu tun. Elites. Schnell vorrücken! Wir haben einen Turm eingenommen. Boom. Sehr schön. Oh. Noch einen Schuss und dann bin ich fertig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt kommen mal meine Kavalleristen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General wird angegriffen. Weg. So, das war's. Nee. Ja, so, das passt. Jo. Nam 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 nam. Tja, viele Fernkämpfer, aber ja, also für eine Feldschlacht wäre es ein bisschen tricky geworden, oh, ja, ich hätte fast graben sollen, bisschen trickier geworden, echt jetzt, ich will das nicht nochmal spielen. Egal, dann tötet er die, aber dann ist er ja selbst hier gefangen. Dann kann ich den endlich töten. Passt. Genau, so viele Fernkämpfer im Gefecht zu haben, ist ein bisschen tricky. Also es ist ziemlich schwer, die zu handeln, aber wenn es funktioniert, dann... ist jetzt ziemlich heftig. Nein. Nochmal. Gut, dann bekommt der einen neuen. Hier, das da. So
Super. Und du gehst dann hier weiter. Du machst Attentat. Das ist gut. Und du gehst dann hinterher. Dann du wirst die jetzt mal Kilimanjaro. Soll ich das spielen? Ja, sind fast 3000. Ja, gegen 2000. Warte, das sind Prätorianer. Ja, komm. Kämpfen wir. Starten. Gut, wir müssen ziemlich schnell versuchen, da reinzukommen, weil seine Armee ist ja, also seine zweite Armee ist ja noch auf der See. So. Infanterie. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Kann schon laufen. Die schicke ich mal hier in den Rücken von dem. So. Hier teile ich mich mal auf. So. So und so. Und der Le General geht in die Mitte. Oh. Alter, was war. Uiuiui. Unser General wird angegriffen. Das war ja ein kleiner Hinterhalt hier. Das ist ja schick. Das war ja ein schicker Hinterhalt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Tja, das ist nie gut, wenn man einen Fernkämpfer General alleine lässt, ne? Legionäre!
britische General ist tot. Das ist natürlich schön. Fertig, fertig, fertig. Der ist immer noch nicht da, ne? Will der auch nicht? Ich glaube, der will auch nicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die sind ja jetzt alle schon müde. Ich lasse sie trotzdem mal noch mal rennen. Das Atem aktiv. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Das sieht doch sehr schön aus. Das passt. Na, der ist ja immer noch nicht fertig. Ja, aber jetzt fängt er. Sehr schön.
feindliche General ist tot. Ja, jetzt gehen die Fernkämpfer mal dahin. Und shooten auf. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Bitte alle mit Brandpfeilen. Dann stecken. Dann verbrennen auch die, die Schiffe. Ja, rückwärts hinfallen musst du nicht, ne? Ja. Jetzt brennt schon das Schiff, das ist gut. Ich glaube, wenn die da dann wanken oder untergehen, ja. Passt. Eine unserer Einheiten. Sehr gut. Das ist sehr gut. Verluste 144. Ja, ein paar habe ich dann doch selbst getötet. Ein Plan, der nicht verändert werden kann, ist schlecht. Das stimmt. Man braucht immer einen Plan B und C und D und E. Und so weiter und so fort. So. Und Kusch hat sich anscheinend nicht sehr gut informiert darüber, wie groß ich bin. So. Du gehst jetzt dahin. Du schnabulierst mal Richtung da. Ja, das kann er vergessen. Du schnabulierst mal gegen den. Du schnabulierst mal nochmal gegen den. Und du schnabulierst ein drittes Mal gegen den. Sehr schön. Was glauben. Gut, dann. Ja. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. See ya. Shut up!